So, ein anderes Wort für Libertarismus. Freiheit, Toleranz, Eigentum. Well, voluntarism works, and the freedom philosophy also works. This idea has had many names throughout history. The most important in most European countries has been liberalism. The reason why libertarismus has been used is sometimes in some countries, liberalism has been adopted by other philosophies, notably in the United States. And so libertarianism was adopted to clarify that idea of liberty. Freiheitliche Bewegung. Freiheitliche Weltanschauung. Konsequent zu Ende gedachter Individualismus. Freiheit. Freiheit. My personal favorite is classical liberalism because it goes back to the tradition that was by and large founded by John Locke and Adam Smith. But modern days people use like anarchists or voluntarists, and all those words are great, but I prefer classical liberalism. Freiheit durchgesetzt? Ein anderes Wort. Warum sollte es ein anderes Wort dafür geben? Das ist der Oberbegriff und Anarchokapitalismus ist die beste Fraktion daraus. Danke, genau das hat mir nämlich noch gefehlt. Das hat nämlich bis jetzt noch keiner gesagt. Danke. Was ist Libertarismus? Das Bekenntnis und die Liebe zur Freiheit. Well, it's the basic idea that people should try to organize their affairs with other people on the basis of voluntary cooperation rather than force or violence exercised against other persons. Es ist die Freiheit, alles zu tun, solange man niemandem, keinem anderen schadet. I would say that it goes back to the fundamental principle that you own property, you have a right to own property, and you have the right to engage in voluntary actions with other human beings. Dass man alle Dinge erstmal von dem Individuum aus anschaut. Also die Idee, dass wir alle uns selbst besitzen und dass wir auch die Früchte unserer Arbeit selbst besitzen aus dem Grund und das konsequent zu Ende gedacht, dann kommt ein liberales System bei raus. Libertarismus ist die Idee, dass man dem Menschen selbst etwas zutrauen kann, dass er selbst Verantwortung für sein Überleben übernehmen kann und übernehmen soll. Die Theorie der Freiheit. Die Idee der Freiheit, besser gesagt. Libertarismus ist konsequenter klassischer Liberalismus. Die Lehre der Freiheit. Libertarismus ist die Idee, dass menschliches Zusammenleben ohne Zwang stattfinden kann durch freiwillige Kooperation auf Grundlage der Anerkennung von Eigentum. Which rules gave them libertarianism? Well, they're pretty simple. There's a very good book by an American professor of law named Richard Epstein called Simple Rules for a Complex World. Some people think to have a complex society you need more complex rules. That's actually false. And the rules that liberals or libertarians promote are pretty simple and most people can understand them. So you have, I would say, four basic rules. The rules of property, how you can acquire property, how you can transfer property. Eigentlich nur die eine, nämlich die Anerkennung des Eigentums, weil alles andere daraus folgt, also auch die freiwillige Kooperation, wenn ich Eigentümer meiner selbst und allen dessen bin, was ich produziere und habe, dann kann jemand anders da nur dran partizipieren, wenn er meine Einwilligung dazu hat, sodass also eigentlich finde ich die Formulierung von Moll Rothbard genial. Menschenrechte sind Eigentumsrechte. Ich gehöre mir selbst und bin niemanden anderen untertan. Rules of freedom of contract, the terms that you engage other people with, the harm principle, meaning that if you hurt other people or harm other people, even by accident, that there is some sort of restitution towards. Vor allem Gewaltlosigkeit, zumindest nicht die Initiierung von Gewalt, und vor allem eine Freiwilligkeit im Umgang miteinander, dass man andere Menschen nicht zwingt zu etwas, was sie nicht wollen. Vor allem den Verzicht auf Zwang und Gewalt gegen andere, es sei denn, dass die anderen meine Freiheit mit Zwang oder Gewalt beschränken wollen. Don't hit other people. Du darfst mir nichts stehlen, du darfst mich nicht töten. Das sind die basic Regeln eigentlich im Libertarismus. Well, the fourth one is not really a principle, but there is sort of an idea of toleration, that you should be tolerant of other people's, the actions that they engage in, if they are not harmful to you or your friends or family. Es gibt Grenzen, das Individuum hat Grenzen, und zwar die Rechte von anderen Individuen.
der Libertarismus geht davon aus, dass wir einander unsere Freiheit gewähren müssen. Insofern gibt es mindestens die eine Regel, die für den Libertären klar sein sollte, nämlich die, die Freiheit des anderen zu respektieren. Warum hat es der Libertarismus so schwer in Deutschland? Ja, aus so einer historischen Perspektive, es gab ja schon mal eigentlich ein großes Segment der deutschen Bevölkerung, die durchaus ähnlich gedacht haben, vielleicht nicht ganz so radikal, wie man es vielleicht heute dann angeht. Das ist einfach so ein bisschen ausgestorben und unter die Räder gekommen, hat sich auch selber teilweise kaputt gemacht und ist einfach verschwunden. Das ist einfach eine Traditionslinie, die abgerissen ist. Weil der Liberalismus in Deutschland früh diese Koalition mit dem Staat gemacht hat, sozusagen der Nationalliberalismus. Die Einheit der Nation ist das übergeordnete Ziel und damit waren, also damit hat der Liberalismus sich komplett ausverkauft und das war sozusagen der große Sündenfall, denn es stimmt nicht, dass wir keine bedeutenden liberalen Theoretiker haben hatten, Immanuel Kant und Wilhelm von Humboldt sind da zu nennen und natürlich andere. Also an dieser Tradition, Denktradition liegt es nicht, sondern es liegt sozusagen daran, dass die Realpolitik sich mit dem Staat eingelassen hat. Sie hat es traditionell sehr schwer. Man darf jetzt allerdings auch nicht verklären und denken, dass nun in Amerika oder in angelsächsischen Ländern es grundsätzlich so viel leichter wäre. Also, dass sie dort durchgeht wie geschnitten Brot. Wir haben überhaupt generell in der westlichen Welt einen wohlfahrtsstaatlichen Grundkonsens. Und den aufzubrechen, das ist eine Aufgabe von Generationen. Natürlich, geistesgeschichtlich gibt es in anderen Ländern da etwas mehr fruchtbaren Boden. Angelsächsische Länder, aber auch die Schweiz, haben da etwas mehr Vorteile uns gegenüber. In Deutschland ist sozusagen seit Bismarck oder eigentlich auch schon seit dem preußischen Staatsunwesen sehr viel schwieriger. Er hat es in Deutschland eigentlich immer schwer gehabt. Deutschland ist ähnlich wie Frankreich ein Land, der ja mit einer starken Tradition der Staatsgläubigkeit, das gilt eigentlich für das ganze Kontinentaleuropa mit Ausnahme der Schweiz. Das ist eine verdammt gute Frage. Also gerade in Deutschland, das ist ein echtes Problem. Das muss daran liegen, dass wir im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert wahrscheinlich alle, die freiheitlich gedacht haben, und die Vereinigten Staaten verloren haben und nur die Staatsis übrig geblieben sind. Vielleicht ist das ein Grund, ich weiß es nicht, aber es ist eine gute Frage. Der Libertarismus hat es nicht schwer in Deutschland. Nee? Nee. Der Libertarismus hat es gerade noch schwer in Deutschland, weil wir einfach in einer anderen Stimmung noch leben, in einer Welt, die eher von Vertrauen auf den Staat, vielleicht auch Sehnsucht nach Fürsorge durch den Staat geprägt ist. Aber wir ändern das ja gerade. Also insofern, der hat es immer leichter in Deutschland. Well, there are two aspects to that question. So on the one hand, yes, it's... We don't live in a libertarian society, right? We live in we have a state that taxes by and large 50%, regulates a lot, prohibits a lot, lots of voluntary, peaceful behavior. But the other hand, if you take the longer perspective, if you look at like 100 or 1,000 years, there have been vast increases in liberty. For example, 1,000 years ago, you weren't free to choose your own profession. Whilst today, everyone can say, I want to become a lawyer. Admittedly, he has to go to bar exam, and those are regulations, but he's not prohibited from doing so. So I guess it's a conflating story, and we're winning on some margins, but there's still a hard battle to be fought. Ich glaube, wir sind nicht gut darin, die Assoziation zu anderen Bewegungen zu vermeiden, die, naja, ich sag mal gelinde gesagt, merkwürdige Ansichten teilen. Also zum Beispiel konservative Ideen. Wir müssen uns stärker davon differenzieren, dann wird es auch wieder was. Well, I don't think it's unpopular at all. In fact, I would say quite the reverse. Libertarian ideas have become more common in the world. They're embedded in our social practices. Let's look in Europe or North America. People used to be burned alive because of their religious views. There was all kinds of brutal exploitation and harm against other people because of their membership in ethnic minorities. Those ideas have been largely banished. And the societies that we live in today are very much structured by libertarian ideas. They have become so popular that people who advocate them in their more pure form are considered odd.
Well, the reason they're considered odd is because so many of those ideas have already become commonplace. Mm-hmm. Now, there are areas where libertarians are continually pushing the margins. For example, in the past, alcohol was prohibited in many countries. In the United States, it was a disastrous social experiment, a total failure. Well, now we're learning again the same lesson when it comes to narcotics, marijuana, and so on. And so libertarians have been the ones pushing for legalization. Learn the lesson. Prohibition doesn't work. And some people consider that a little bit out, but in fact, we're winning on that debate also. So I see it that actually libertarian ideas are quite substantially successful and are more and more permeating the way that people live their lives and think about politics. Warum ist der Libertarismus sozial? Weil der Staat nicht sozial ist. Weil die staatlichen Maßnahmen immer zu Problemen führen, die den Ärmsten am meisten schaden. Weil der Libertarismus Wohlstand für alle Menschen bereitstellt in der freien Marktwirtschaft. Der hilft den Armen deshalb am meisten, weil Werte geschaffen und nicht umverteilt werden. Und wenn die Reichen mit der Umverteilung beschäftigt sind, und in der Regierung sind ja eigentlich immer die Reichen, dann verteilen sie ihn in aller Regel zu sich selbst um und nicht zu den anderen, wo es hingehören sollte, wenn überhaupt. Das machen sie nicht, und deswegen ist es am besten, wenn jeder versucht, Werte zu schaffen, denn dann, je mehr Werte geschaffen werden, umso mehr sind auch für die Armen da. Das hat Tom G. Palmer hat das eben gerade in seiner Rede sehr schön gesagt. Er sagte, oder er hat eine Statistik gezeigt, dass die unteren 10% der Einkommensklasse fast weltweit immer denselben Anteil haben, nämlich ungefähr 2,5% am Vermögen weltweit. Bloß entscheidend ist, wie reich ist das Land oder die Gesellschaft als solche, denn es ist viel besser, zu den ärmsten 10% in der Schweiz zu gehören, als zu den ärmsten 10% in Senegal. Da ist es eher nicht so angenehm. Weil sozial heißt ja, wenn man es etymologisch nimmt, das ist gesellschaftlich. Und Vergesellschaftung, also das heißt, dass Menschen miteinander in Austausch treten, in Kontakt treten, interagieren, funktioniert nur dann wirklich fruchtbar und für alle Seiten gewinnend, wenn dies auf freiwilliger Basis geschieht. Was mit Zwang geschaffen wird, das ist niemals nachhaltig und auch niemals gerecht. Und das macht auch nie wirklich frei. Weil es halt nicht drum geht, irgendwie, es geht um die Gleichheit, und es ist halt deswegen keine Freiheit für die Reichen, um gegen Arme vorzugehen, und dass gerade Arme unter Verhältnissen besonders leiden, wo die Reichen und Starken am Drücker sind, weil die gerade die geringsten Mittel haben und umgekehrt sogar am besten dann fahren, wenn sie halt möglichst viel Freiheit haben. Also mit Hilfe des Libertarismus, mit Hilfe der individuellen Freiheit kann man am besten Wohlstand schaffen. Da sieht man historisch, das kann man belegen mit ökonomischen Modellen, die sehr, sehr genau sein können. Mit diesem Wohlstand entsteht einfach ein gutes soziales Klima. Und mit Umverteilung kann man es vielleicht kurzfristig, kann man ein paar Stimmen vielleicht gewinnen. Oder zum Verstummen lassen, aber irgendwann kommt der Punkt, da funktioniert es nicht mehr, und dann ist Umverteilung nicht mehr sozial. Zunächst mal, weil er die Würde des Menschen ernst nimmt und anerkennt. Zur Würde des Menschen gehört es ganz wesentlich dazu, dass er für sich selbst sorgt. Und wenn ich für mich selbst sorge, dann bedeutet das, dass die Person in sich selbst auch wichtig und würdevoll ist, und dann heißt das auch, dass ich immer den Impuls haben muss, mich um andere zu kümmern. Also ein Libertarismus, der rein egoistisch ist und sich nur auf sich selbst beschränkt, der hat das Prinzip nicht verstanden, wie wichtig die Würde der Person ist und dass eben auch die Würde des Nachbarn für mich wichtig sein muss. If you think about it, we champion voluntary social behavior, right? Everything that you do, every action you engage in with other people should be voluntary. Why is this to the best advantage of everyone, including the poor? Well, the current state prohibits, taxes, and regulates the poor as if they were sort of pets of the welfare state, right? The state looks at poor people and says, we'll take care of you because you can't help yourself. Well, that's the way I look at a dog or a bunny or a cat, but it's not the way I look at people.
people should be helped, but they're more effectively helped if voluntary and reciprocal than by a state who regulates and taxes under the pretense of helping them. Der Libertarismus ist sozial, weil die Freiheit eines jeden Menschen anerkennt. In dieser Beziehung ist der Libertarismus sogar egalitär. Wir alle haben das gleiche Recht auf Freiheit und ohne Notwendigkeit, also ohne den Zweck der Gewaltverhinderung, sollte Freiheit grundsätzlich so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Außerdem vermeidet der Libertarismus, dass man versucht, auf Kosten anderer zu leben. Und gerade in westlichen Demokratien besteht ja das Missverständnis, dass die Realisierung der Demokratie im Wesentlichen darin besteht, dass man anderen Leuten in die Tasche packt. Dein bedeutendster Denker in der liberalen Idee und eine kleine Buchempfehlung? Ich muss da leider zwei nennen, die man nicht voneinander trennen kann. Das ist Friedrich August von Hayek und Karl Popper. Das vielleicht interessanteste Buch, jedenfalls für Einsteiger, ist aus meiner Sicht Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wo Karl Popper sehr schön deutlich macht, warum eine offene und freie Gesellschaft eine bessere Gesellschaft ist. My personal favorite is Ludwig von Mises, although I disagree with his morality, I think his economics is fantastic. Of a contemporary author that I always want to mention is Pete Becky, and let me recommend his book Living Economics. It's maybe not the best introduction overall to liberty, but it's a good introduction to the social science arguments behind liberty. And I think if you want to be a good classical liberal or libertarian, you need to know more than just the superficial arguments, but you have to engage in research, and it's in sort of the intellectual enterprise that is classical liberalism. Es fällt mir schwer, mich hier zwischen Mises und Hayek zu entscheiden. Mises ist meines Erachtens der konsequentere Freiheitsdenker als Hayek, denn Hayek ist bereit, dem Sozialstaat Zugeständnisse zu machen und er sieht das Problem der schiefen Ebene nicht so klar, wie es Mises sieht. Andererseits, Hayek hat meines Erachtens unter dem Einfluss von Popper die haltbarere Auffassung von Erkenntnistheorie entwickelt als Mises. Mises glaubt, dass empirische Überprüfung von Theorien nicht nötig sei. Und dieses halte ich für eine geradezu absurde Idee. So gesehen bin ich also weder reiner Misesianer noch reiner Hayekianer. Ich bewundere an Mises die Konsequenz. Ich glaube, dass seine Theorien in aller Regel richtig sind. Nur leider verzichtet er auf Überprüfung, obwohl ich sicher bin, dass das Ergebnis der Überprüfung in aller Regel zu Mises Gunsten wäre. Bei Hayek dagegen stört mich, dass er bereit ist, einen Schritt auf den Sozialstaat zuzugehen. Und ich glaube, die politische Erfahrung zeigt, dass wenn man dem Sozialstaat einen kleinen Finger gibt, man die ganze Hand verliert. Also wer mich auf die Spur gebracht hat, war Hayek. Und wenn ich ein Buch von Hayek empfehlen würde, dann wäre es The Road to Serfdom, der Weg zur Knechtschaft. Einfache Lektüre zum Einstieg und hat mich umgekrempelt damals. Ja, einfache Lektüre, echt? Also ich habe es einem Kumpel gegeben, der will nie wieder was von mir hören. Im Vergleich zu anderen Büchern von Hayek ist eine sehr einfache Lektüre, ja. Well, that's going to vary from country to country and place to place. But some of my favorites, John Locke, certainly is a very important one from the English political tradition. His second treatise on government is a classic. I'm a great fan in German of Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Long title. The Limits of State Action, it was titled in English. It's a quite brilliant book and deeply influential. It had a big impact on John Stuart Mill and his ideas of a tolerant and free society. So I think it's a wonderful book. I should also say in German, the writings of Eugen Richter are fantastic. They're clever and witty, and he very much understood issues that are still with people in Germany today. So I highly recommend Richter's works. The other one I would mention, who is a classic in every language, is Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, a great French liberal, he was clever, he was easy to understand,
anyone, a taxi driver, a college student, a business person, even a prime minister could understand, could understand Bastiat. I recommend Bastiat very highly, and part of my personal life's mission is to have Bastiat translated into every language spoken on the planet. So far I've done over 20 of them. There's a few hundred more to go. Good luck. But I intend to continue with that. David E. Friedman, The Machinery of Freedom, ganz klar. Ich lese sehr wenig, ehrlich gesagt. Ich lese lieber viel für mein Studium. Mit Roland Bader habe ich angefangen. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war Geld, Gold und Gottspieler. Geht in Richtung Markttheorie, fand ich unglaublich spannend. Also Roland Bader ist so zum Einstieg ganz schön, weil es viel erklärt und einen guten Überblick gibt. Da wir jetzt gerade kurz davor sind, den Stefan Blankertz zu hören, würde ich am heutigen Tag auf jeden Fall auch ihn mal nennen und empfehlen. Er ist ja sozusagen der Übersetzer des großen Mary Rothbard nach Deutschland. Er hat die Idee von die Fackel der Freiheit sozusagen zu uns gebracht und hat das Libertäre Manifest, das ich jedem als Einstiegslektüre empfehlen würde, und natürlich auch ganz aktuell mit Marx gegen Marx, was ich ein unglaublich intellektuell spannendes Projekt finde. Mary Rothbard, Für eine neue Freiheit. Auch wieder aus der historischen Perspektive, Eugen Richter liegt hier sehr nah. Ja, die sozialdemokratischen Zukunftsbilder sind sicherlich sehr empfehlenswert. Als ich darüber nachgedacht habe, studieren zu gehen, Ökonomie, habe ich einmal nachgeguckt, wo kommt das her? Und dann bin ich auf Adam Smith gestoßen, Wohlstand der Nationen. Habe es dann auch gelesen und eigentlich ist es ein Standardwerk und das sollte schon jeder gelesen haben.